Jetzt kommt die weibliche Charakterstellung. Prozess wird abgebrochen. Mein großer Triumph war zum Greifen nah. Die letzte Schlacht in meinem Land. Ich kann nur hoffen, dass es... Ja. Er kann nur hoffen. Ziele identifiziert. Wähle Geschlecht und Körperbau. Jawohl. Und jetzt erstellen wir unseren weiblichen Charakter. Mittelgroße... Okay, die fängt gleich bei der Statur an. Mittelgroße Monarchin. Große Monarchin. Auch hier kann man ganz klein nehmen. Ganz groß und dürr. Mittelmesa. Was ist Mesa? Jetzt würde ich den Unterschied gerne zwischen große Mesa und große Monarchin sehen. Okay, Mesa hat ein bisschen kräftigere Arme und Beine. So, nehmen wir die große Mesa. Wähle einen Exobyte-Download-Typ. Erstelle eine benutzerdefinierte Konfiguration oder ein Modell mit Hilfe von Daten eines Erdhelden oder Schurken. Ja, machen wir. Und weil wir das ja schon bei den Jungs gemacht haben, geht das jetzt ein bisschen schneller. Wähle entweder die Moralität eines Helden oder eines Schurken. Wähle eine Persönlichkeit, um das Sozialverhalten zu bestimmen. Also, kokett, nein. Das gefällt mir nicht. Ernsthaft gefällt mir nicht. Mächtig, ja. Ulkig ist wie bei den... Und nein, das ist also mächtig. Wähle einen Mentor als Hilfe für die Datennutzung. Ja, Wonder Woman einfach. Wähle aus den verfügbaren Exobyte-Daten eine Kraftgruppe, um die Kampfrolle zu bestimmen. Nimm mal ruhig Geisteskraft. Wähle einen Bewegungsmodus. Wähle aus den verfügbaren Daten ein Waffenspezialgebiet. Exobyte Download Zusammenfassung wird angezeigt. Erscheinungsbildoptionen verfügbar. Jede Kategorie nach Wunsch modifizieren. Download annehmen, wenn bereit. Vielen lieben Dank für die Erklärung. Haut, Haare, was war das? Achso, ja, ja. Menschliche Haut 1, kristallin. Untot in der weiblichen Form, sieht man. Also es ist das gleiche, was die Jungs hatten. Menschenhaut 1, Lava, Mumie, Roboter, tätowiert. Ah, wütend ist das Gesicht, wird dann wütend. Jetzt check ich das. Okay. Weise, jugendlich, menschliche Haut 3. Ja, nehmen wir ruhig die menschliche Haut 3. So, Haare. Gummikopf, das ist ein bisschen wie. Frage, wie hieß die denn nochmal? Ich weiß. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Okay, das ist Metalhead bei den Frauen. Scheint also anders zu sein als bei den Männern. Kleiner Zopf hinten. Schulmädchen. Das sieht aber eher aus wie, weiß ich nicht, klassisch Elfe. Ist auch so Bubikopf. Lang. Was bei der Auflösung natürlich schwierig ist, ne? Also, Pferdeschwanz. Dreads. Ja, das wird jetzt schwer. Elfkorn. Zopf.
Ich denke, Bubikov sah noch am coolsten, obwohl das verdeckt halt. Denn das mag ich nicht, ein Teil des Gesichts. Verdammt. Marcy Darcy. Das sieht irgendwie halt so wie draufgeplatscht aus. Zopf. Ja, dann nehmen wir das. Zopf, so. Schlupf. Helm, nein. Augen, das sind dieselben Sachen, deshalb zeige ich die jetzt nicht nochmal. Und ich würde die gerne auch weglassen. Emblem, Hemd. Ja genau, Emblem würde ich diesmal halten, nachdem ich die, nachdem wir die Dings ausgesucht haben. Die Rüstung. Eika. Business, dreieckig. Ist so wie in Wonder Woman, glaube ich, gerade gewesen. Elektrisch. Flexanzug. Der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Nicht schlecht. Geheimnisvoll. Ja, zu viel Bling Bling leider. Das ist okay. Das ist nicht okay. Kampfharnisch ist auch erstmal nicht okay. Kampfmagier, das ist auch schick. Metalhead, das sieht sehr seltsam aus. Aber in den Comics sind die halt auch so gezeichnet, ne? Also mit unpraktischer Kleidung. BH. Ja. Trägertop. Wobei der gar nicht mal so schlecht aussieht. Aber es passt einfach nicht. Wie war es denn? Wie hieß es denn? Anliegen? Nein. Kampfmagier. Aber das sieht so ein bisschen. Rostig. Ach komm, in den Kampf rein. Hemd. Hose. Röcke gibt's auch. Wall Street, aha. Aber dann sollten wir uns schon ein passendes. Wie hieß das? Das wäre. Das passende Oberteil dazu gefunden habe, auch ein schönes Kleid gewesen. Metalhead war es nicht, ne? Nee, Metalhead ist wieder ein Rock. Kampfmagier, da. Nochmal ein Kampfmagier. Das sieht doch schick aus. Und die Füße. Vielleicht Metal. Hüft hoch, das passt leider alles nicht. Ja, das. Wie hieß das hier nochmal? Ketten. Ich vergesse das die ganze Zeit. Schade, dass er so nah rangeht, weil jetzt sehe ich das im Gesamtdings nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich. Also auf keinen Fall Business. Ja, dann lieber nichts. So. Hose, Taille, Hände braucht es nicht. Sie ist
Faustkämpferin als Halbdarmantel habe ich gesehen. Emblem. Kein Mond. Kiete. Ja, ein Schild. Schild ist doch schön. Haben wir Ausrüstung, Farbe. Haarfarbe. Hätte ich gerne etwas dunkler. Das ist doch schick. Einmal das. Dann die Augen. Ja, die sieht man so ein bisschen leider kaum. So, Intensität ein bisschen stärker. Helligkeit. Ne, soll schon. Ich hätte was heller sein. So, Make-up. Überhaupt keinen Unterschied. Ah, das sind die Lippen. Gut, nee, das kann ruhig so bleiben. Wenn es nur die Lippen sind. Okay. Dann haben wir, glaube ich, alles. Ich gehe mal zurück. Farben, Ausrüstung, Körper. Ja, weiter. Download erfolgreich. Götterbote, vielen Dank für deinen Host. Herzlich willkommen dir und deinen Zuschauern bei DCU. Ein Name für eine Superheldin. Eine Superheldin. Sie nicht wieder Daromatia nennen, aber ich glaube, ich habe keine andere Wahl. Ich versuche mal was. Star Song. So. Ich bin mir so was von sicher, dass das schon vergeben ist. Ah ja. Man kann zu Level 25 springen und zu Level AW 170. Ach, Kraftwertung. Okay. Man muss aber einen Charakter auf Level 4 haben. Haben wir nicht. Deshalb beginne das Spiel und spiele durch das Tutorial. Der Name ist ungültig. Fehler. Download erfolgreich. Wer sonst diesen Namen hat, den gehört geschlagen.